Drittes Kapitel, das Gebiet jenseits des Jordan. Das Gebiet östlich des Jordans und die Kenntnis seiner biblisch-historischen Entwicklung sind für die folgenden Auslegungen prophetischer Texte wichtig. Dieses Gebiet hat in der Bibel vielfache Namen erhalten. Dekapolis oder Gilead oder auch das östliche Stammesgebiet Manasses oder auch die Zeltdörfer Jairs und so weiter. Es handelt sich im Wesentlichen um das heutige Transjordanien. Gemeint ist stets die gleiche Gegend, das Gebiet östlich des Jordan. Schauen wir uns die Aussagen der Bibel zu diesem Gebiet genauer an. Hier ist mal eine Karte, wo man das Gebiet der Dekapolis sieht. Und im Norden davon ist auch Damaskus eingezeichnet. Die historische Dekapolis war um die Zeitenwende die letzte verbleibende politische Struktur, die vom ehemals großen Seleukidenreich übrig blieb. Der Zerfall des Seleukidenreichs ging in Phasen vor sich. Zunächst verlor man einige Gebiete hier im Osten an der indischen Grenze. Später dann gingen Gebiete verloren in der Osttürkei und im Norden Syriens, sodass sich schließlich dieses Reichsgebiet dann auf Syrien, auf das Kernland Syrien konzentrierte. Die Römer haben 63 vor Christus Syrien zur Provinz degradiert und dem Römischen Reich einverleibt. Das Letzte, was übrig blieb aus dieser großen griechisch-seleukidischen Phase, ist das Gebiet der Dekapolis, östlich des Jordan. Man kann also sagen, aus dieser großen Phase des Seleukidenreiches blieb zum Schluss nur die Dekapolis übrig, die sich dann im 2., 3. Jahrhundert nach Christus auflöste und damit war diese Epoche vorbei. Trotzdem hat die griechische Kultur sehr lange nachgewirkt, denn zum Beispiel wurde ja das Neue Testament nicht in Latein, sondern in Griechisch verfasst. Also die Griechen, wie auch Paulus immer wieder erwähnt, im Unterschied zu den Juden, beherrschten damals mehr oder weniger die ganze bekannte Welt. Wann genau sich die Städte zu diesem Zehnerbündnis zusammengeschlossen haben, verliert sich im Nebel der Geschichte. Auch die zu ihr gehörenden Städte werden in den wenigen noch verfügbaren Quellen unterschiedlich angegeben. Zur Zeit Jesu hatte sich der Oberbegriff Dekapolis oder wie Luther übersetzt das Gebiet der zehn Städte manifestiert, der allein in der Bibel dreimal erwähnt wird. Und zwar in Matthäus 4, Vers 25, in Markus 5, Vers 20 und in Markus 7, Vers 31. Gegen Ende der Dekapolis waren es bis zu 14 Städte, bis sich der Städtebund im 2. oder 3. Jahrhundert, wie schon gesagt, schließlich ganz auflöste. Um die der Dekapolis zugehörigen Städte zu bestimmen, verfügen wir nur über äußerst wenige Quellen. Überdies war der Bund im Lauf des langen Zeitraums sicherlich einer gewissen Dynamik unterworfen, sodass Städte dazukamen oder sich auch wieder trennten. Die wichtigste Quelle für die Existenz der Dekapolis ist die Bibel selbst. Das ist wichtig. Allerdings zählt die Bibel nicht die einzelnen Städte auf, die zur Dekapolis gehörten, sondern beschreibt die Dekapolis lediglich als eine Region, die Jesus zu Lebzeiten betreten hatte. Gilead. Wikipedia schreibt zu diesem Gebiet: Gilead bezeichnet ein biblisches Land, das nach seinem Ahnherrn so benannt worden sein soll. Es liegt östlich des Jordans zwischen dem Fluss Jarmuk im Norden an der Grenze zu Damaskus und dem Fluss Nahr Ezzaka Jabok im Süden an der Grenze zu Ammon. Vom aramäischen König Hazael von Damaskus wurde es im 8. Jahrhundert vor Christus in seinen Machtbereich eingegliedert. Später war es eines der Hauptgebiete der Dekapolis. Es ist wichtig und interessant zu sehen, dass das Land Gilead geografisch deckungsgleich ist mit dem Gebiet der späteren Dekapolis. Die Gileaditer stammen von Manasse ab. So steht in 4. Mose 26, Vers 29. Die Kinder aber Manasses waren Machir. Daher kommt das Geschlecht der Machiriter. Machir aber zeugte Gilead. Daher kommt das Geschlecht der Gileaditer. Wenn aber die Gileaditer von Manasse abstammen, dann sind sie Israeliten. Das ist bei unserer späteren Auslegung zum Tier aus dem Land wichtig. Ruben, Gad und Manasse. Die Dekapolis, Gilead und das Stammesgebiet Rubens, Gads und des halben Stammes Manasse sind nahezu deckungsgleich. Es ist ein Gebiet, das neben 2. Könige 15, Gilead, im 1. und im 5. Buch Mose, in Josua sowie in weiteren Bibelstellen mit den Zeltdörfern Jairs und Gileads, also Manasses, Machirs und dem Gebiet Rubens und Gads beschrieben wird und vom See Genezareth bis zum Toten Meer reicht. Aus dieser Gegend stammte der spätere König Pekach, der in einem der vorigen Kapitel bereits beschrieben wurde und der von dort aus seinen König Pekachja tötete und Israel usurpierte.
Nur eine der Dekapolis-Städte, das historische Skytopolis, das heutige Bet Shean, lag westlich des Jordans in der heutigen Westbank. Aber auch dieses Gebiet gehörte zu Manasse, nämlich zu dem Gebiet, das die andere Hälfte des Stammes Manasse bei der Landnahme auf der Seite jenseits, also westlich des Jordans, eingenommen hatte. Die Region hat also eine noch ältere Geschichte als Jesaja 7. So steht in 4. Mose 32, die Kinder Ruben und die Kinder Gad hatten sehr viel Vieh und sahen das Land Jaser und Gilead an als gute Städte für ihr Vieh und kamen und sprachen zu Mose und zu dem Priester Eleazar und zu den Fürsten der Gemeinde, das Land Ataroth, Dibon, Jaser, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo und Beon, das der Herr geschlagen hat vor der Gemeinde Israel, ist gut zur Weide und wir, deine Knechte, haben Vieh. Und sprachen weiter, haben wir Gnade von dir gefunden, so gib dieses Land deinen Knechten zu eigen, so wollen wir nicht über den Jordan ziehen. Dann weiter in Vers 19, denn wir wollen nicht mit ihnen erben jenseits des Jordans, sondern unser Erbe soll diesseits des Jordan gegen Morgen gefallen sein, also gegen Osten. Dann weiter in Vers 25, die Kinder Gad und die Kinder Ruben sprachen zu Mose, deine Knechte sollen tun, wie mein Herr geboten hat. Unsere Kinder, Weiber, Habe und all unser Vieh soll in den Städten Gilead sein. Also gab Mose den Kindern Gad und den Kindern Ruben und dem halben Stamm Manasse, des Sohnes Josefs, das Königreich Sihons, des Königs der Amoriter, und das Königreich Ochs, des Königs von Basan, das Land samt den Städten in dem ganzen Gebiet umher. Damit können wir eine Liste erstellen über das Gebiet der Dekapolis. Einmal wird es erwähnt als historisch-politische Struktur, das heißt also Syrien, Nordisrael und Gilead, in Jesaja 7. Das war im Jahr 732 vor Christus. Dann wird dieses Land in Daniel 7 und in Daniel 8 als Prophetie für die Endzeit erwähnt. Das war im Jahr 550 vor Christus. Dann wird die Dekapolis in den Evangelien erwähnt. Das war im 1. Jahrhundert nach Christus. Und schließlich wird diese Gegend als Prophetie für die Endzeit in Offenbarung 12, 13 und 17 beschrieben. Und die Offenbarung wurde im Jahr 90 nach Christus geschrieben. Dazu kam dann noch das Stammesgebiet Dans, Rubens und des halben Stammes Manasses, die Gebiete der Königreiche Sihons und Ochs. Und das wurde in 4. Mose beschrieben und das war im Jahr 1500 vor Christus. Es wird jetzt mehr als deutlich, dass die politischen Strukturen, die die Bibel für die Endzeit vorhersagt, allesamt bereits im Alten Testament angelegt, bis auf diese zurückzuführen und auch aus ihnen zu entwickeln sind. Dies ist bei der Rom-Theorie nicht möglich. Sie wird nämlich ohne eine echte Belegstelle in die Daniel-Texte hineininterpretiert. Sie steht also auf tönernen Füßen, ohne echten Bezug zum Buch Daniel und ohne jeglichen Bezug zu weiteren Texten im Alten Testament. Das ist ein weiterer sehr großer Schwachpunkt der Rom-Theorie und gleichzeitig ein sehr wichtiger Vorzug und starker Beleg der Richtigkeit der hier beschriebenen Sichtweise. Die Kenntnis von Bibelstellen, die das Gebiet jenseits des Jordan beschreiben, ist als Hintergrundwissen für ein vertieftes Verständnis des falschen Propheten, des sogenannten Tiers aus dem Land, unerlässlich. Dazu aber später. Damaskus. Auffallend ist nun die Rolle, die Aram Damaskus gegenüber der Dekapolis, Gileads und Manasses einnimmt. Denn Damaskus hat sich mit der Dekapolis zunächst verbündet und sie später beherrscht, Markus 5 und weitere Stellen. Damaskus hat sich mit Gilead und Ephraim in ein Bündnis begeben, 2. Könige 15, Vers 25 und Jesaja 7. Und Damaskus hat das Gebiet einmal erobert, das steht in 1. Chroniker 2, Vers 23. Damaskus hatte also schon mehrfach Interesse an der Dekapolis bzw. an dem Gebiet in Gilead. Dieses Interesse hatte zumeist geopolitische Gründe. Hierüber mehr zu erfahren und ein biblisches Verständnis für die Zusammenhänge zu entwickeln, hilft uns später beim Verständnis prophetischer Aussagen für die Endzeit, denn Gott wiederholt das, was schon einmal war. Beginnen wir also bei Damaskus und seinem Verhältnis zur Dekapolis im 1. Jahrhundert nach Christus. Damaskus wird von einigen Historikern zur Dekapolis hinzugezählt, von anderen dann aber wieder nicht. Auflistungen der Dekapolis-Städte findet man bei Plinius dem Älteren, Ptolemäus, Stephanus von Byzanz und Flavius Josephus. Warum die Autoren die jeweiligen Städte der Dekapolis zugerechnet haben, sprengt unseren Rahmen. Aber ihre Auflistungen und deren Unterschiede sollen hier doch etwas ausführlicher behandelt werden.
Die älteste Aufzählung findet sich in der Naturgeschichte Plinius des Älteren. Danach handelt es sich um die folgenden Städte: Damaskus, Dion, Gadara, das heutige Umkais, Gerasa, das heutige Jerash, Hippos, das heutige Susita, Kanata, das heutige El Kanawat, Pella, Rafana, Philadelphia, das war früher Rabat Ammon, die Hauptstadt von Ammon, heute Amman, Hauptstadt von Jordanien, und Skytopolis, das heutige Bethshean. Ptolemäus hingegen erwähnt in seiner Geographie außerdem die Stadt Lysanias. Im 6. Jahrhundert schließlich listet Stephanus von Byzanz 14 Städte als zur Dekapolis gehörig auf. Bei Josephus, immerhin einem Zeitzeugen der in den Evangelien erwähnten Dekapolis, findet man in einem Wikisource-Artikel laut Emanuel Benzinger etwas Interessantes. Josephus erwähnt zwar in seinen Texten die Dekapolis nur am Rande und er listet ihre Städte nicht im Einzelnen auf. Er schreibt aber, dass Skytopolis die größte der Dekapolis-Städte gewesen sei. Hier ein Zitat: Damaskus ist bei Josephus offenbar nicht zu den Städten der Dekapolis gerechnet, sonst könnte derselbe nicht gut Skytopolis für die größte Stadt der Dekapolis erklären. Damaskus war also damals deutlich größer als Skytopolis. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass zumindest Josephus Damaskus damals nicht zur Dekapolis zählte. Emanuel Benzinger weiter: Eine weitere Auffälligkeit ist die große Entfernung, in der Damaskus zu den übrigen Orten der Dekapolis lag, sodass eine Hereinziehung von Damaskus auffallend, weil ungewöhnlich ist. Dennoch lässt sich Damaskus laut Benzinger gegenüber den bestimmenden Angaben des Plinius und des Ptolemäus nicht so einfach aus der Dekapolis ausscheiden. Auch der Stuttgarter Bibelatlas listet die Städte der Dekapolis unter Auslassung von Damaskus auf, dies allerdings mit der Anmerkung, dass Damaskus zeitweise dem Dekapolisbund zugehörig war. Wir sehen also, dass Damaskus von einigen Historikern zur Dekapolis hinzugezählt wurde, von anderen hingegen nicht. Der naheliegendste Grund für die unterschiedliche Listung mag, wie schon erwähnt, in dem geopolitisch durchaus dynamischen Prozess bei der Zugehörigkeit einzelner Städte zur Dekapolis zu finden sein, was in Anbetracht der langen Zeiträume auch nichts Ungewöhnliches sein dürfte. Gesichert ist hingegen, dass Damaskus zeitweise zur Dekapolis dazugehörte. Professor Dr. Wenning von der Universität Münster vermutet, dass die Dekapolis sich Damaskus unterwarf, um nach dem Prinzip Teile und Herrsche die damaligen politischen Wirren zu überstehen. Damaskus gehört also laut Professor Dr. Wenning nicht originär zur Dekapolis, sondern wurde sozusagen ihr Schutzherr, was Benzingers Einwand der großen Entfernung zwischen Damaskus und der Dekapolis erklären würde. Dazu gleich mehr.